Eigenlob stinkt aber nicht. Einige sagen sogar, Eigenlob stimmt, aber dafür muss man dann schon ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Aber Eigenlob macht uns zum Beispiel die Industrie vor und auch die ganze Unternehmenskultur vor. Unternehmen entwickeln Werbestrategien, um ihr Produkt, um ihre eigene ihr Unternehmen positiv zu verkaufen. In den besten Tönen, gelogen wird nicht, aber die Wahrheit wird auch nicht erzählt. Also das heißt, es ist irgendwo so dazwischen und sie betreiben Eigenlob. Und das ist auch in Ordnung. Wir alle kaufen Kinder, Milka, Schokolade oder wie das alles heißt, obwohl das alles grottenungesund sind. Ist. Und wir Menschen haben aber uns irgendwann angewöhnt, eben an diese Bullshit-Rule zu glauben. Eigenlob stinkt, das macht man nicht. Man sagt nicht, wie man erfolgreich ist, also und was man kann und was man so, ja, das tut man nicht. Warum, frage ich mich dann, warum tut man das nicht? Aus der anderen Sicht macht es Sinn, weil der will andere klein halten. Das kann ja stimmen. Und katholische Kirche und so ist auch alles sehr, sehr beliebt. Ja, immer schön Buße tun und unten bleiben und so weiter. Wir sind hier oben und passen auf euch auf. Aber wir müssen irgendwann lernen, uns auch als Mensch, als Personen, Marke, wenn man das vielleicht so sagen will, auch in den Vordergrund zu stellen. Und zu sagen, was kann ich und was kann ich nicht. Ich finde, es gehört zur Ehrlichkeit dazu und es ist auch angenehmer zu sagen, was man nicht kann, was man vielleicht noch nicht geschafft hat, etc. pp. Aber auf der anderen Seite darf man doch bitteschön auch sagen, was man kann und was man für Qualitäten hat und was man schon für Erfolge erzielt hat. Weil das schafft doch auch Vertrauen. Wenn jemand zu dir kommt und gibt seine Gesundheit oder sein Leben in deine Hände, in Anführungsstrichen, ja, ich weiß, er ist ja kein Ärzte, aber das geht ja schon in diese Richtung, dann will der doch auch ein gewisses Vertrauen aufbauen. Der will doch wissen, was ihr könnt, was ihr schon geleistet habt, was vielleicht eure großen Referenzen sind etc. Also ja, Eigenlob sollte zu unserem Geschäftsalltag auf jeden Fall dazugehören und auch zu unserem persönlichen Leben, finde ich, macht das keinen Nachteil.